Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der PES 19 Trainerkarriere mit dem FC Bayern München. So lang ist es her, dass wir PES 19 gespielt haben. Hier vor allem, ich habe so lange kein PES 19 mehr gespielt und die Trainerkarriere Folge ist auch schon wieder so lang her, die letzte Folge. Minimum 2 Wochen. Ich hoffe, dass ich alles super aufnehme, deswegen gucke ich gerade auch noch mal kurz hier links rüber, um einfach mal zu rekapitulieren. Wir sind aus Versehen mit Bayern, dafür kann ich nichts, das ist vom Spiel so, da die Europa League und Champions League nicht mehr original lizenziert sind bei PES, sind wir aus Versehen in der Europa League gelandet, anstatt in der Champions League. Haben da aber 3-5 gewonnen in der Gruppenphase im ersten Spiel. In der letzten Folge, ich verlinke sie euch einfach mal rechts um meinem i, es war eine extrem lange Folge, ich weiß nicht mehr, was hundertprozentig passiert ist. Auf jeden Fall haben wir wie in jeder Folge 2 Spiele gemacht, also auch in dieser Folge wird es wieder 2 Spiele geben, dass ihr Bescheid wisst. Ja, da haben wir gegen Hoffenheim mit 4-1 gewonnen und gegen Stuttgart mit 5-1 gewonnen. Ja, die beiden erst, der dritte und der vierte ist es. Der dritte und der vierte Spieltag der Bundesliga. Die beiden ersten hatten wir davor gehabt. Haben wir aber auch beide gewonnen. Einmal knapp, einmal ein bisschen höher. Ich verlinke euch auch einfach mal die Playlist der PES 19 Trainerkarriere rechts oben beim i. Wenn ihr das Ganze hier pünktlich am Donnerstag schauen solltet, dann kann ich noch sagen, dass morgen dann auch wieder eine Folge der Torwartkarriere kommt. Also ich werde versuchen, jetzt alle Karrieren mal wieder so ein bisschen auszugraben. Obwohl ich natürlich mit der Schule, mit dem Praktikum, mit diesem und jenem echt wenig Zeit habe. In der Praktikumsphase habe ich eigentlich noch mehr Zeit wie in der Schulzeit. In der Schulphase, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, ich muss einen Lieblingsspieler wählen. Nee, muss ich nicht. Ich kann auch einfach weiter drücken. Auf jeden Fall habe ich zwar mehr Zeit in der Praktikumsphase, aber momentan bin ich in der Schulphase. Und deswegen habe ich momentan wenig Zeit. Praktikumsphase kommt dann erst wieder übernächste Woche. Also ich habe noch diese Woche Schule und dann nochmal eine Woche. Aber es wird, wie gesagt, morgen die Torwartkarriere kommen. Morgen wird es eventuell auch noch einen neuen Livestream geben. Da bin ich auch mal drauf gespannt. Wird auch irgendwie entweder PES oder FIFA sein. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich da machen will. Aber ich will auf jeden Fall eventuell wieder einen Livestream bringen. Nur, dass ihr dahingegen Bescheid wisst. Ansonsten bleibt alles beim Alten. Wir müssen die Mannschaft ein bisschen hier durchwurschteln. Weil da sind ja ganz viele hier mit dem Balken nach unten. Was soll das denn? Was ein Scheiß. Okay, ja, bringen wir Sanchez rein. Der ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ist er hier? Ne, er ist hier Mittelfeldspieler. Das ist schade. Ich habe auch die Cap am Start, habe ich glaube ich noch gar nicht gesagt. Weil ich gar geduscht habe und meine Haare nicht gemacht habe. Also Cap hier am Stirl. Ist cool. Wir packen ihn hier als offensiven Mittelfeldspieler rein. Und dann hauen wir direkt rein und starten aber das Spiel gegen Nürnberg. Ja, Leute, ich habe schon oft genug gesagt, aber ich wohne auch in der Nähe von Nürnberg. Bisher hat mich noch kein einziger Zuschauer in Real Life erkannt. Es liegt daran, ich habe noch nicht so oft, nicht so lange her mit Facecam aufgenommen. Und ich habe jetzt auch nicht so die große Community, dass mich direkt nach dem ersten Facecam-Video 50 Leute erkennen. Das nicht. Aber falls ihr mich sehen solltet, darauf will ich hinaus. Jetzt habe ich den Kommentar an, Alter. Kommentator. Ah, den muss ich ausmachen. So, der hat mich komplett aus dem Konzept gebracht. Also, falls ihr mich mal treffen solltet, ich wohne in der Nähe von Nürnberg, da bin ich oft. Irgendwo in welchen Städten, keine Ahnung. Wenn ihr euch auskennt, so Erlangen, Nürnberg, Fürth, ja, da bin ich schon ab und zu mal. Eventuell auch bei Adidas, Alter. Nein, ist kein Product Placement, ist keine Werbung. Aber in dem Outlet da auch mal. Eventuell sowas. Da könnten wir uns theoretisch mal treffen. Ich will damit nur sagen, dass ihr euch einfach mal trauen sollt und auf mich zukommen könnt, wenn ihr mich denn seht. Weil nicht, dass ihr mich seht und euch nur einfach nicht traut, weil ich freue mich darüber, wenn mich mal ein Zuschauer kennen würde. Also von daher könnt ihr mich gerne einfach ansprechen. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, könnt ihr mich auch hier gerne kostenlos abonnieren. Und jetzt muss ich erstmal wieder in PES reinkommen, denn es ist schon verdammt lange her.
Oh, schade. Aber Nürnberg müssen wir eigentlich besiegen, auch wenn es wirklich lang her ist, seitdem ich PES gezockt habe. Ich habe das nur ab und zu mit meinem Vater mal gespielt. Da könnt ihr auch einfach mal rechts oben, die Playlist abchecken von meinen Vlogs. Da war mein Vater auch dabei. Einfach mal angucken, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Ja, mit meinem Vater habe ich PES ab und zu mal gezockt, wenn ich bei ihm war. Aber halt dann zu zweit, nicht gegeneinander, sondern in einem Team. Und das ist dann auch nochmal was anderes, da bei ihm zu zocken, als jetzt hier in meinem quasi Studio, in meinem Zimmer hier. Ja, ich muss mich echt reinfinden. Das ist für mich richtig schwierig. Und ich habe eigentlich gehofft, dass wir gegen Nürnberg einen richtig guten Sieg einfahren. Jetzt kommt Nürnberg sogar mal mit dem Lupfern, mit dem Tor. Zum 1:0. Oh, sogar die Torhymne, die ich jetzt noch einblenden muss. Von Nürnberg habe ich die, glaube ich, gar nicht. Weil die ja letztes Jahr zweite Liga gespielt haben. Ja, das war blöd. Ich habe ihn ja selber abgedrängt. Aber habe zusätzlich noch den Torwart rausgeholt. Also ich hätte einfach den Torwart im Tor lassen sollen. Ich meine, der Torwart war schon ein bisschen weiter draußen, hier sehe ich gerade. Also wenn ich ihn schon abdränge, dann den Torwart drin lassen. Aber jetzt drücke ich auch noch auf X. Siehst du, ich bin komplett bei FIFA oder bei irgendwas anderem. Eieiei, so ein Scheiß. Yes! James Rodriguez 1:1. Sauber. Und weil mich das bestimmt viele Leute fragen, und damit ich schön viel zum Einblenden habe, noch eine Sache, rechts um meinem i, das Tutorial, wie man sich die Lizenzen, die Bundesliga-Lizenzen und andere Lizenzen in PES 19 reinmoddet. Denn das haben mich in der letzten Zeit schon ganz viele gefragt. Und immer wenn ich eine Folge von PES mache, dann fragen mich das Leute. Deswegen, dazu habe ich schon ein Video abgedreht. Kam auch mega gut bei euch an bisher, also... ist anscheinend gut erklärt gewesen. Also wenn ihr das wissen wollt, einfach das Video abchecken. Aber dann natürlich hier die Folge weiter gucken, denn es wird jetzt richtig spannend. 1:1, Nürnberg eigentlich nicht so krass. Aber ich halt, wie gesagt, noch nicht so richtig in dem Spiel drin. Mal gucken, was hier noch so geht. Yes, Robert Lewandowski, Spiel gedreht, 2:1. Es wird auch mal Zeit. Wir sind die bessere Mannschaft, Nürnberg... ist nur hinten drin, seit der ersten Minute so gefühlt. Man, die wissen, dass sie nicht so die krasse Chance hier haben gegen die Bayern. Ja, also, auch wenn da Nürnberg-Fans jetzt draußen sind, es ist halt einfach so. Mal gucken, wie das echte Spiel verläuft, aber qualitativ sind die Bayern-Spieler deutlich besser. So zeigt sich das hier auch in PES im Spiel. Und, ja, Nürnberg denkt sich hinten reinstellen und kontern. Hat einmal bisher funktioniert. Jetzt Spiel gedreht. 2:1 für die Münchner. Und das war's dann auch schon von der ersten Halbzeit. Das Tor war erst in der 44. Spielminute. Also von daher direkt hier die Halbzeit. Ja, wie gesagt, ist okay. Für das, dass die sich hinten reinstellen. Schön, dass wir überhaupt zwei Tore gemacht haben. Hätte ich nicht unbedingt erwartet. Und ja, wenn wir jetzt so weitermachen, dann passt die Sache sowieso. Noch ein oder zwei Tore, das wäre perfekt gegen Nürnberg. Würde mich drüber freuen. Deswegen setzen wir jetzt einfach mal einen Weitschuss ab von Thiago. Oder mit Thiago. Denn das haben wir diesem Spiel noch nicht so oft probiert. Ich sehe schon wieder, die Folge wird wieder voll lang, weil ich die ganze Zeit rumlaber. Und bei PES die Spiellänge auch voll lang eingestellt habe. Weil ich dieses Gameplay so hart feier, dass das einfach sein muss. Ah, das wird wieder eine 30-Minuten-Folge wahrscheinlich. Naja, so ganz lang nicht, aber 25. Oh, schade, schöne Chance von Coman eingewechselt für Robben. Jetzt wird Gnabry eingewechselt für Ribéry und Thiago ist auch schon gegangen für Tullis, so dass wir ein bisschen durchwechseln. Spieler fit halten für das nächste Spiel, was dann das Europa League Spiel sein wird. Oh, was eine Chance. So ein lascher Schuss, der dann vom Torwart natürlich gehalten wird. Boah, was für coole Schüsse Lewandowski heute raushaut. Und der Keeper hält die einfach alle. Keine Ahnung, wer er ist. Ich kenne den nicht mal. Also ich habe nicht mal den Namen gesehen. Das ist auch das andere. Aber der wäre drin gewesen. Ja, der Torwart ihn nicht gehabt.
Alter, der Torwart. Macht er denn? Wieso hält er alles? Nein. Und jetzt kriegt Nürnberg einen Konter, aber abseits. Boah, ich dachte schon, Alter. Junge, 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 war aber ganz schön knapp. Oft ist es ja in PES so, dass wenn man die Chance nicht macht, das Tor in der allerletzten Sekunde fällt. Das könnte hier auch so sein. Meine Chance nicht gemacht. Man, so viele hatte ich nicht, weil die Nürnberger, ich wollte schon sagen Fürther, die Nürnberger die ganze Zeit hinten drin stehen. Aber ja, wie gesagt, ich habe die nicht gemacht, den Eckball oder so zum Beispiel. Und das könnte auch hier der Fall sein. Ich drücke schon auf Kreis, auf Wegschießen. Und er trifft den Pfosten. Puh. Wie gesagt, hätte auch hier der Fall sein können, dass in der letzten Sekunde das Tor fällt. Er trifft den Pfosten. Gut, wir haben kein Tor mehr gemacht. Ich habe ja gesagt, zwei Tore wären nicht schlecht. Ein oder zwei Tore. Ja, wir hatten noch ein paar Chancen. Hat nicht geklappt, aber immerhin haben wir keinen Gegentreffer kassiert und können, auch wenn nur knapp, mit 2-1 gegen Nürnberg gewinnen. Jetzt haben wir das Europa League Spiel, das zweite. Ja, ich bin gespannt. Ja, und dann gehen wir rein ins Spiel. Haben dann im nächsten Spiel das Spiel gegen Gladbach. Also auch kein einfaches Spiel. Mal gucken, wie das hier verläuft. Diesmal haben sie eine positive Bewertung, die meisten zumindest. Ja, vorne im Angriff ist eher so semi-gut. Lewandowski auch nicht so on point. Hat auch nicht richtig viel Fitness. Deswegen würde ich sagen, tauschen wir mal mit Wagner aus. Wobei ich Lewandowski natürlich trotzdem gerne mitnehmen möchte. Ebenso wie ihn hier, weil er einfach gut drauf ist. Und ja, dann passt das, würde ich sagen. Mehr brauchen wir jetzt nicht verändern, das wäre ein bisschen unnötig. Und ja, wobei Rafinha kann auch rein, weil Kimmich nicht so viel Ausdauer hat. So, dann würde ich sagen, das passt. Und dann starten wir rein ins zweite Spiel. Und mal gucken, wann die nächste Folge dann kommt. Aber wie gesagt, da haben wir das Spiel gegen Gladbach. Ich hoffe, dass ich mir nicht so viel Zeit lasse bis zur nächsten Folge. Aber mal gucken. Jo. Rennes oder wie auch immer die ausgesprochen werden. Keine Ahnung, wer das ist. Machen auf jeden Fall das 1:0 und gehen in Führung. Ja, jetzt sind wir daheim, hätten die Chance auf die Torhymne. Und jetzt machen wir die Tore nicht. Beziehungsweise vielleicht machen wir sie ja noch. Aber der Gegner führt, wie auch gerade eben im ersten Spiel. Also ich bin noch nicht ganz so on point. 1:0 nach dem Eckball gut rausgespielt. Drin das Ding. Das war auch sehr schön ausgespielt. Und da ist das 1:1. Direkte Antwort. So lange hat das nicht gedauert wie bei Nürnberg. Und das ist die Torhymne. Und das Tor natürlich. Stark gemacht. Ah, ich liebe es, PES zu spielen, ohne Spaß. Das ist so ein cooles Spiel. Weiß nicht, warum ich das nicht öfter spiele. Nein. Mann. Ich darf den fucking Torwart nicht rausholen. Ich mache es immer wieder, weil er auch meistens auch selber mal ein bisschen weiter vorne ist. Und ich denke, es bringt was, aber die CPU ist einfach so klug in PES. In FIFA hätte der das nie gemacht, da einfach mal so geschmeidig schön drüber zu lupfen, wie er hier. Das Einzige, was mich daran ärgert, ist, dass wir wieder so viel Ballbesitz haben und es nicht schaffen, durchzukommen.
Die Gegner drücken 0. Ich muss wirklich probieren, an 11 Männern vorbeizukommen. Wenn die drücken würden, dann könnte ich wenigstens schnellen Fußball machen, probieren zu kontern. Nee, so muss ich probieren, an 11 Männern vorbeizukommen. Und durch so eine Aktion wie gerade eben, wenn es dann mal einen Fehlpass gibt, dann gibt es den Konter. Und ja, verteidigen kann ich irgendwie nicht. Da gibt es dann auch direkt das Gegentor. Halbzeit. Diesmal führen wir nicht mit 2-1, sondern liegen mit 2-1 zurück. 66-34 Ballbesitz, das war sicherlich auch mehr, bevor die Gegner jetzt das Tor gemacht haben und dann noch ein bisschen beflügelt waren. Ja, was sollst du sagen, ist halt blöd. Ich hoffe, dass ich da noch was dagegen setzen kann und richtig Gas geben kann. Alter, was ein Scheiß. Gut gemacht wieder, ne? Mit dem Doppelpass ist so die einzige Möglichkeit, wie ich das gerade sehe, dass ich irgendwie durchkomme. Ah, aber, ja, Flanken sind halt im PES 19 nicht mehr so cool, dass ganz, ganz viele Kopfbälle reingehen. Also das ist so komplett irgendwie, da geht fast gar nichts mehr rein. Ha, leider nicht so geil, nicht mehr so lang zu spielen, um noch hier zwei Tore zu machen gegen so einen schweren Gegner, weil sie, wie gesagt, ganz, ganz viel hinten stehen. Gerade habe ich ein bisschen Platz, sieht man ja, aber sie rücken wieder auf. Und ich weiß trotzdem nicht, was ich machen soll. Guck dir das an, das ist fast immer dasselbe, ne? Dann muss man einfach mal schießen, dann trifft man den Pfosten und Goretzka kann die zweite Möglichkeit nicht mal verwandeln. Das ist ja bitter. Okay, pass auf, wir wechseln Lewandowski hier ein. Ich muss mal in die Einstellung gehen. Lewandowski hier, dann spielt Wagner da eher auf der 10er Position. Und Lewandowski im Sturm. Oh boah, wobei der ist da richtig schlecht. Ah, dann lassen wir das so rum. Auch wenn das nicht so smart ist, aber dann lassen wir es so rum. Wechseln hier gleich nochmal ein bisschen mit aus. Gnabry dann auch einfach mal für Coman, weil es geht einfach nichts. Es geht nichts. Ich weiß nicht, was los ist. Ja, Sandro Wagner, ohne Spaß, bisher nichts gemacht. Endlich gibt er mal wenigstens einen guten Schuss ab. So ein Laschi-Schuss, aber er ist drin. Mann, ist das schwierig. Ich habe auch voller Angriff mit ganz vielen Stürmern und Zeug. Und Hummels gibt hier die Vorlage zum 2-2. Ich schraube mal eine Stufe zurück. Ja, in diesen 5 Minuten hätte ich halt trotzdem gerne noch den Führungstreffer. Aber das wird nicht mehr möglich sein. Komm! Oh. Arjen Robben gehörte die letzte Chance. So einen Robbenschuss probiert, angedreht ins Eck. Hat nicht geklappt. Schwache Leistung, muss man ganz ehrlich sagen. Zweimal, ja, leichtes Tor einschenken lassen. Also beide Tore hätte ich besser verteidigen müssen. Ja, das erste Mal direkte Antwort, Bartz, das war richtig gut. Beim zweiten Mal überhaupt keine direkte Antwort, da habe ich mir viel zu viel Zeit gelassen. Und dann reicht es natürlich auch nicht fürs dritte Tor. Aber es war wirklich sehr, sehr schwierig. Dafür, dass es auch mein erstes bzw. zweites Spiel jetzt seit langem ist, war es noch schwieriger. Und naja, ich kann leider nichts machen, ist halt so. Immerhin noch ein Unentschieden rausgeholt. Ja, danke fürs Zuschauen. Schaltet auf jeden Fall bei der nächsten Folge vorbei. Guckt in die anderen Projekte rein, die ich zwischendurch immer bei der Infokarte verlinkt habe. Und ja, jetzt würde ich sagen, hau rein. Bis dahin und ciao, ciao.